Mal gewonnen hat. Mit Anträgen teils in letzter Minute streben Mitglieder der Grünen auf einem Sonderparteitag ein Nein oder weitere Verhandlungen. New Yorks äußert Formel-1-Chef Bernie Ecclestone Zweifel an der Premiere im kommenden Jahr. Auf die Frage, ob das Rennen 2013 in New Jersey stattfinde, antwortete er, nein, definitiv nicht. Der Neubau der sogenannten Südüberbauung vor dem Bonner Hauptbahnhof ist unsicher. Oberbürgermeister Jürgen Nimsch hat jetzt... Da waren ja aber schon ganz normale Zugang. Das sind ja Gerüchte, die in der Stadt schon lange waberten, aber wir wurden ja genauso für dumm verkauft, würde ich jetzt mal anfangen sagen. Und dann haben wir uns mit vielen Kollegen hingesetzt und haben die Seiten gesichtet und haben festgestellt, aha, das deckt sich mit dem, was wir schon recherchiert haben. Ehemalige städtische Berater, der ja die dieses, wie nennt man das? Auf dem Medienfest des Bonner Generalanzeigers und von Radio Bonn Rhein-Sieg gibt es auch einen eigens eingerichteten Raum zum WCCB-Skandal. Frau Inhoffen ist Redakteurin beim Bonner Generalanzeiger. Sie ist dabei beim Team. Es sind ja insgesamt mehrere Redakteure dabei. Ja, wir haben mal mit einem großen Team angefangen, als die ganze Sache noch ans Tageslicht kam. Wir waren schon eine ganze Weile in der Recherche, weil wir wussten, da kann was nicht stimmen, da liegt einiges im Argen. Und an dem Abend, das war ungefähr eine Woche vor der Kommunalwahl 2009 im August, erreichte uns das Kuvert eines anonymen Informanten mit einem Adressaten, von dem wir später dann erfuhren, dass er schon lange nicht mehr lebte. Da hat sich ein Bürger, der sich wohl schon lange große Gedanken gemacht hat und nicht mehr schlafen konnte, einige Unterlagen zusammengesucht und uns anonym zugeschickt. Und beim Sichten dieser Unterlagen am Abend, wir waren kurz vor Redaktionsschluss, stellten wir fest, es deckte sich doch mit den Recherchen, die wir schon seit einigen Monaten auch gemacht hatten. Und ja, und dann kam es, dass die erste Millionenfalle, wenn ich sie Ihnen eben zeigen kann, die hängt da hinten, noch nicht als Serie geplant. Und dann, die Leute lasen das am nächsten Tag und dann kam es so, wie wir das auch kennen, dass wir weitere Hinweise bekamen, anonym, teilweise auch von Menschen, die wir kannten, teilweise aus der Politik, aus der Verwaltung, die alle kleine Mosaiksteine für ein großes Bild ergaben. Und so ist es dann dazu gekommen, dass aus der Millionenfalle ursprünglich eine große Geschichte geplant war, dass aus dieser Millionenfalle inzwischen eine Serie mit 79 Serienteilen entstanden ist. Was mich nur interessieren würde, dieser Umschlag hat dann grundlegende Informationen geliefert. Später haben Sie gerade geschildert, immer weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die das Ganze dann untermauert haben. Aber was hat denn ursprünglich den Stein ins Rollen gebracht? Sie sagten ja, dass Sie schon längere Zeit auch vor diesem Umschlag an der Recherche dran waren. Was war denn der Ursprung? Ja, das sind dann so, als Journalist ist man ja in der Stadt unterwegs und meine Kollegen und ich, wir haben dann immer an den diversen Stellen gehört, ihr müsst da mal der Sache nachgehen, da stimmt was nicht. Das Geld, was der Investor beibringen sollte, ist doch bis heute noch gar nicht auf dem Konto und da ist irgendwas im Argen. Die Firmennamen änderten sich ständig. Ja, und dann kam auch heraus, dass Anteile 94% der Bauherrenfirma an die Firma Arasim schon verpfändet worden waren, dass inzwischen dieses Grundstück einem ganz anderen gehörte. Und das waren natürlich alles erst Gerüchte und wir mussten sie ja recherchieren, um sie hart zu bekommen. Und wie gesagt, in diesem Umschlag war halt sehr viel Material, was das bestätigt hatte, was wir Wochen, Monate vorher schon an Informationen bekommen hatten. Und neben dem journalistischen Ehrgeiz, was war so Ihr ganz persönliches Motiv, sich da so in diese Geschichte so reinzuschaffen? Also das ist mein Motiv, aber ich weiß auch, dass das Motiv meiner Kollegen ist. Mein Hauptmotiv ist dabei, dass dabei sehr viel Steuergeld weggekommen ist, dass Laschekontrollen, was da alles eine Rolle spielte. Also es ist unser Geld, was woanders fehlt, was in den Schulen fehlt, die Kinder sitzen in viel zu kleinen Klassenräumen, was in den Kindergärten fehlt, was auf den Spielplätzen besser, also wie gesagt,
lasche Kontrollen, kriminelle Machenschaften, alles, was dazu geführt hat, dass so viel Steuergeld weggekommen ist. Das ist ein Punkt, der mich ärgert. Und ich merke auch, die Leute, die jetzt hier reinkommen, wie die verärgert sind und immer wieder dasselbe sagen, Mensch, das ist unser Geld und gut, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das ans Tageslicht gebracht habt und das nicht locker mit der Berichterstattung. Und das werden wir auch nicht tun. Neben dem Zuspruch aus der Bevölkerung haben Sie auch zwei Auszeichnungen erhalten, den Wächterpreis und von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ist das auch eine gewisse Bestätigung für Sie? Ja, Sie können sich ja vorstellen, dass wir auch von außen nicht nur Zustimmung, sondern auch Druck erfahren. Natürlich ist mehrfach versucht worden, uns mit Klagen zu drohen und uns mundtot zu machen, ganz klar. Wir haben den Wächterpreis bekommen, wir haben den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, wir haben aber auch einen Preis vom Bund der Steuerzahler bekommen. Den finde ich eigentlich ganz besonders, weil der nämlich genau das auszeichnet, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Verschwendung von Steuergeldern durch, wie gesagt, oder Verschwendung. Und man hat quasi kriminellen Machenschaften Tür und Tor geöffnet, weil man nicht genau hingeschaut hat und weil man nicht genau korrekt kontrolliert hat. Das ist meine Einstellung dazu. Wie es letztlich wirklich war, das müssen natürlich die Gerichte herausfinden. Noch eine abschließende Frage. Sie haben es gerade schon angekündigt, Sie bleiben dran. In welcher Form wird das jetzt in Zukunft geschehen? Also in erster Linie verfolgen wir natürlich jetzt im Moment die laufenden Verfahren. Es gibt ja immer noch drei Angeklagte im WCCB-Prozess. Es werden zwei weitere Anklagen sind erhoben worden gegen die beiden städtischen Projektleiter. Da muss das Gericht noch entscheiden, ob es zum Verfahren kommt oder nicht. Das Verfahren gegen die damalige Oberbürgermeisterin ist vorerst eingestellt worden. Es kann aber bei neuen Erkenntnissen jederzeit wieder aufgenommen werden. Das sind alles die Geschichten, die wir weiter verfolgen und auch darüber berichten werden. Vielen Dank, Frau Inhofen. War ein sehr interessantes Gespräch. Ja, vielen Dank für den Besuch. Mhm. So ist es. Also wir machen einmal klassisch durch. Wir sind jetzt in einem der Zelte des Bonner Generalanzeigers und viele denken ja bei der Zeitung, da gibt es nur die Redakteure, die journalistisch arbeiten. Nein, es gibt aber auch noch ganz viele andere Berufszweige, so zum Beispiel die Medienkauffrau, den Medienkaufmann, digital und print. Und die beiden Damen, die wir jetzt hier vorne sitzen haben, die geben auch Auskunft darüber. Was genau macht man denn als Medienkauffrau? Also grob gesagt, wir machen den kompletten Prozess der Zeitung, von der Herstellung, Produktion, über Anzeigen, Anzeigenkunden betreuen, übers Marketing und über den Vertrieb, also die Auslieferung der Zeitung. In welchem Ausbildungsjahr sind Sie jetzt? Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und meine Kollegin Irina im ersten Ausbildungsjahr. Und die Ausbildung geht in der Regel 3 Jahre. Und ja. Und wie ist dann die Zukunft hier? Können Sie dann beim Bonner Generalanzeiger bleiben oder wollen Sie sich vielleicht auch bei anderen Medien umschauen? Denn die Zeitung ist ja interessant, aber es gibt ja wahrscheinlich, digital gehört ja auch zur Ausbildung mit dazu, gibt ja noch andere Medien, die von Interesse sind. Also der Generalanzeiger bildet schon fürs Haus aus. Es gibt viele Fortbildungsmöglichkeiten Richtung Betriebswirt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, berufsbegleitenden Studiengängen. Also da ist eigentlich ein großes Spektrum für später, was man noch arbeiten kann und wo man sich fortbilden kann. Sie geben ja auch heute hier Auskunft über diese Ausbildung. Wie ist denn bis jetzt so die Nachfrage? Die Nachfrage ist eigentlich sehr gut. Also viele interessieren sich für den Beruf. Wir haben auch hier einen Kompetenztest, den die Interessenten machen können, wo wir dann direkt beraten, ob die Ausbildung vielleicht geeignet wäre oder eventuell auch nicht und ob der Bereich Medien, insbesondere Zeitungen und Zeitschriften, auch interessant ist für denjenigen. Dann danke ich und wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Ausbildung, ja, und guten Abschluss.